Heute geht es um das Thema Kompensation, weil jeder von uns kompensiert, jeder braucht ein Ventil. Die Frage ist nur, tut uns das zurückhalten oder bringt uns das unseren Zielen, unserer Gesundheit, unseren Potenzialen näher? Und das ist die große Frage heute in dem Video, wo wir klären müssen. Und das ist die Hausaufgabe, die jeder von euch bekommt, dass ihr in eurem Alltag mal prüfen müsst, was sind eure Kompensationsmechanismen, wie etabliert ihr die in eurem Alltag und schaden die euch oder bringen die euch euren Zielen näher? Denn die meisten Kompensationstools, die wir an den Tag legen, sind für kurzfristige Befriedigung da, aber langfristig schaden sie uns eher, bringen uns definitiv nicht weiter. Und deswegen ist es so wichtig, hier zu prüfen, hier zu ansetzen, wenn ihr euch kraftlos fühlt, wenn ihr fühlt, dass ihr nicht vorankommt, Energielosigkeit habt, dann ist es ganz wichtig, erstmal eure Kompensationsmechanismen zu prüfen, die ihr in eurem Alltag an den Tag legt. Kompensation machen wir ja immer, wenn wir überfordert sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir Angst haben, dann kompensieren wir, weil wir dann oft ja nicht die Lösung haben, weil wir dann nicht den Weg kennen, weil wir dann oft überfordert sind. Und dann tendieren wir natürlich, den Weg des kleinsten Widerstandes zu gehen, also uns einen Dopaminstoß abzuholen, der kurzfristig uns gute Gefühle gibt, langfristig aber keine positive Veränderung bringt. Und dann sind wir in diesem negativen Zirkel drin, dass wir uns selber beibringen, hey, wenn ich jetzt negatives Gefühl habe oder wenn ich Hilflosigkeit verspüre, dann mache ich meine Kompensation, dann bekomme ich einen kurzen Dopamin-Hit, fühle mich gut, kann das überdecken, das Thema, das verändert sich natürlich nichts. Ihr seid aber in dieser Negativspirale und viele Leute tun dann täglich eben kompensieren, aber sie überdecken das Thema, gehen das nicht an und in dem Sinne kommen sie eben nicht weiter und das ist ein großes Problem. Also ich würde sagen, der Schlüssel für euer Potenzial, für eure maximale Gesundheit, für eure Mitte, für eure Ausgewogenheit, für eure Leichtigkeit ist, der erste Angriffspunkt für euch ist eure Kompensationsmechanismen im Alltag. Da gibt es ganz viele tausende von Möglichkeiten zu kompensieren. Also natürlich die Klassiker sind zum Beispiel Leute, die rauchen. Zum Beispiel ein anderes Beispiel wäre, wenn man viele Netflix-Serien konsumiert. Eine andere Alternative wäre, wenn man viel Alkohol trinkt. Eine andere Alternative wäre, wenn man viel Süßigkeiten isst. Eine andere Alternative wäre, wenn man... Was fällt euch noch alles ein? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also jeder kann sich da sicher was drunter vorstellen. Und aber natürlich auch vielleicht eine Kompensation zum Beispiel könnte auch sein, den Wecker 10-mal wegzudrücken morgens und nicht sofort aufzudrücken. Das ist auch eine Art der Kompensation. Es könnte aber auch, Kompensation könnte auch in dieses andere Extrem gehen, dass ihr euch vielleicht verbietet zu essen und eine Essstörung habt. Das könnte auch eine Kompensation sein von euch für ein Thema, was ihr überdecken wollt. Und meine Bitte an euch heute, das Einzige, um was es mir heute geht, ist es, mal eine Kompensation zu analysieren und macht mal den rationalen Schritt und versucht herauszufinden, was ihr damit überdeckt wird. Das passiert in den häufigsten Fällen unterbewusst. Ihr wisst eigentlich gar nicht mehr, was ihr da eigentlich überdeckt, wenn ihr das schon so lange macht. Und die größte Herausforderung ist erstmal herauszufinden, hey, was überdecke ich hier eigentlich? Und wenn ihr das herausgefunden habt, dann seht ihr schon 50% an eurem Ziel. Wenn ihr da Bewusstsein schafft, wenn ihr da erkannt habt, was ihr überdeckt, dann ist ja eure freie Entscheidung, ob ihr das Thema angehen wollt, ob ihr das nicht angehen wollt. Aber dann habt ihr das euch bewusst gemacht und tut nicht mehr unterbewusst handeln. Weil unterbewusstes Handeln bringt natürlich keine Verbesserung, bringt einfach euch nicht in euer Potenzial. Und deswegen kann ich euch nur zurufen, prüft mal eure Kompensationsmechanismen über den Tag. Das kann natürlich auch die Schokolade sein. Das kann, muss auch nicht extrem sein. Das kann auch nur die eine Schokolade sein, die ihr jeden Tag esst. Und es muss gar nicht mal schlimm sein. Also nicht jede Kompensation ist jetzt drastisch schlimm oder so. Aber es gibt euch immer einen Anhaltspunkt, was eigentlich noch da ist, was ihr vielleicht mal angucken solltet, um eure maximale Gesundheit zu bekommen. Ich bin gespannt auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal, euer Christian. Ciao, ciao.